hoffe, er ist so toll, wie er sich beschrieben hat bei Tinder. Oh, so, Gott, schon wieder ein Date, ey. Ja, Mann, oh Mann. Gucken wir doch heute. Ist das der da hinten ist, der mit dem Sturmband? Gott, ich hätte auch Fußball gucken sollen, ne? Ach nicht. Nee. Nein! Boah! Hi! Bist du vielleicht. Du bist nicht mein Date, ne? Du bist viel zu hübsch. Also das ist ja unglaublich. Doch, wir haben vereinbart, ich bin die mit dem schwarzen Kopf. Nein! Und dem schwarzen Hut auf dem Kopf. Du hast bestimmt gleich noch einen Termin in einer Modelagentur, oder? Nee, eigentlich nicht. Ja, und? Boah, darf ich dir den Stuhl reinrücken erstmal so ein bisschen? Alter, gern. Ich mag's, wenn Männer höflich sind und aufmerksam. Also, dass es sowas wie dich noch gibt. Also, ich bin fassungslos. Fassungslos. Bin ich dein erstes Tinder-Date eigentlich? Ja, weiß nicht. Also, mehr als 100 hatte ich auf jeden Fall noch nicht irgendwie. Aber Du bist was ganz Besonderes, das weiß ich jetzt schon. Aber, also, es schmeichelt mir natürlich, aber woher weißt du das? Wir kennen uns doch noch gar nicht. Stoff von deinem Kleid. Aber wir kennen uns doch noch gar nicht, also. Aber du bist schon erwachsen, oder? Du siehst so jung aus. Echt? Nee, eigentlich bin ich schon älter. Wollen wir mal was bestellen oder so? Oder? Ja, na, ich würde sagen, was zu zweit, ne? Wir verstehen uns ja so gut. ja, klar. So. Kommen Sie mal her, Frau Bedienung da hinten. Ja, ich kenne mal schon so ein bisschen hier, bin öfter hier. Gehst du mit allen Tinder-Dates hierher? Nein, natürlich nicht. Nein. Ach so, okay. Nein. Ja, ich dachte schon. Nein, ich gehe mal ganz woanders hin. Das ist die Gaststätte für ganz besondere Tinder-Dates. Okay. Aha, ja, gut, okay. Sag mir doch mal, was fandst du denn jetzt so an mir so besonders? Ja, so alles, ne? So. Was unterscheidet mich denn von den anderen? Ich fühle das einfach. Du bist, glaube ich, du bist die Mutter meiner Kinder. Ich weiß gar nicht, ob ich Kinder will, aber... mit mir? Ich meine, das ist aber keine Frage, oder? Du bist ganz schön schnell, ne? Mit deinen Planungen. Ja, aber wenn man weiß, was man will, dann ist doch alles gut. Komm, trink erstmal hier ein Prosecco. Ne? Ja, ich glaube, auf den Schritt muss ich wirklich erstmal eintrinken. Oh, jetzt geht's ja schon gleich ein bisschen besser. So. Hasse. Ey! Das muss ich einfach machen. Oh Gott. Okay. Ja, können wir mal gucken, ob wir gleich zu dir oder zu mir gehen. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal zur Toilette. Okay. Tschüss. So, wo ist mein Handy? Mal sehen hier. Was haben wir da? Lisa, Melli, cooles Match. Hm, mal sehen, was ich dann nachher noch mache. So, Oh, was nicht zu denken. Oh, du bist so langsam. Lauf doch mal ein bisschen schneller. Wir wollten doch spazieren gehen. Ich freue mich so. Endlich unser nächstes Date. Nee, ist gut jetzt. Darf ich dir mal drücken? Pass auf, ich habe eine Idee. Wir spielen jetzt mal Verstecke. Okay. Du gehst jetzt da mal hin und zählst bis 100. Eins. Ja, was? Und dann? Eins. Und dann rufst du mich. So. Zwei. Oh, endlich mal. Drei, oh Mann, ey. Vier. Sieben. 22. Hallo? 50. Hallo? Du hast ja genauso einen schönen Hut auf wie 61. Ich. 61. Ja, deiner ist aber noch schöner. 70. Oh, bald hab ich's Wollen geschafft. Wir mal die Hüte wechseln? Oh, warum nicht? Also bin ich offen für. Wechsel gerne mal eine Hüte. 91. Gut, warte mal. Oh, ich krieg mein Gott gar nicht ab. Warte, ich helfe dir mal ein bisschen. 100. Oh, komm her! Ja. Wo bist du? Was bist du denn da? Wer ist das denn? Wo kommt der denn her? Wer bist du denn? Ich bin der Josef. Hä, wieso lacht ihr so zusammen? Weil, hör doch mal auf, was willst du denn von mir? Ich unterhalte mich hier einfach. Wir haben uns
das schöne Wetter und den wunderschönen Park unterhalten. Jetzt mach doch hier nicht so eine Szene, Mensch. Was immer, musst du andere Typen anmachen, egal wie sie aussehen. Anmachen? Sag echt, mal, spinnst du? Echt? Boah, du bist, du echt bist doch hier der mir die ganze Zeit hinterher rennt und mich hier nervt. Und wenn mich dann mal hier einer nicht anspricht, ich bin einfach nur höflich. Ich beantworte ihm einfach nur, wo es lang geht, wo man das nächste Café findet. Oh, immer komme ich auf diese Frauen, die so illoyal sind. Das ist so ekelhaft. Ich fange damit wieder an. Oh. Nein. Komm, ich würde sagen, ich zeig dir mal, wo das Café ganz genau ist. Was für ein Café eigentlich? Psst, ist doch egal. Was, wollt ihr jetzt weggehen? Sag mal, bist du komplett irre, mich so bloßzustellen vor diesem wildfremden Mann? Flirtest du denn mit irgendeinem so Hansel oder Seppel oder... Du bist doch echt... Wir sind doch noch gar nicht lange zusammen, sag mal. Was hast du für Riesenerwartungen? Ein Jahr? Und da schon tausendmal irgendwelche... Ey, Junge, mach mal eine Therapie. Du hast echt ein Problem. Du hast irgendwie... Ich hab ein Problem? Du bist krankhaft eifersüchtig. Das ist doch nicht normal. Meinst du wirklich? Ja, geh. Und geh, such dir einen Therapeuten und danach können wir mal weitersehen. Aber... Komm, ich hab jetzt keinen Bock mehr mit dir zu diskutieren. Mach eine Therapie und dann melde dich wieder. So.